Zwangsbremsung. In diesem Video möchte ich euch erklären, was ist überhaupt eine Zwangsbremsung, wie funktioniert sie und welche Systeme können alle eine Zwangsbremsung auslösen. Ja, freut ihr euch? Okay, passt auf. Was ist eine Zwangsbremsung? Wie der Name schon sagt, ist das eine Bremsung, die erzwungen wird. Von der Technik, von jemand anderem, was genau, erkläre ich euch noch. Ja? Also, wenn ich fahre und irgendjemand oder irgendetwas will, dass ich anhalte, dann zwingt mich eine Zwangsbremsung zum Anhalten. Wie die das macht und welche Systeme alle eine Zwangsbremsung auslösen können, verrate ich euch jetzt. Fangen wir mal mit der SIFA-Zwangsbremsung an. Die SIFA-Zwangsbremsung ist nämlich noch eine der gutmütigsten Zwangsbremsungen, weil die kann man nämlich aufheben. Man kann eingreifen. Ja, was ist eine SIFA-Zwangsbremsung? Was ist eine SIFA? Ihr wisst, ja, Sicherheitsfahrschaltung, der Totmaskstopp, wenn ich hier vorne nicht mehr reagiere, wer da fährt. Ja, weil ich eingeschlafen bin, weil ich ohnmächtig geworden bin oder was auch immer, weil ich gekippnet wurde. Dann greift das System ein und bremst den Zug bis zum Stillstand ab. Mit einer Zwangsbremsung. Wie macht die SIFA das? Die hat einen elektrischen Teil und einen pneumatischen Teil, hier auf diesem Fahrzeug. Ja, und bei ziemlich vielen anderen Fahrzeugen auch. Ich sage das so, weil ich nicht genau weiß, ob es vielleicht irgendwie noch eine andere Technik gibt. Ne? Nicht, dass es dann nachher heißt, es stimmt nicht, was er sagt. So, also, hier ist es so, pneumatischer Teil, elektrischer Teil. Der elektrische Teil merkt also, wenn ich eingeschlafen bin, weil ich hier nicht mehr reagiere, und sagt dem pneumatischen Teil, hey, brems mal. Dann geht ein Ventil auf, das SIFA-Ventil, und lässt aus der Bremsleitung schlagartig die Luft entweichen. Und wenn aus der Bremsleitung Luft entweicht, dann steuern alle Steuerventile um und der komplette Zug fängt an mit Bremsen. Okay? Also, Luft aus der Bremsleitung lassen heißt immer, der Zug bremst. So, wenn ich jetzt aufwache, ja, weil ich erschrecke, weil ich auf einmal bremst, dann kann ich die SIFA wieder betätigen und dann schließt das Ventil wieder. Und dann füllt sich die Leitung wieder auf und dann kann ich weiterfahren. Das heißt, ich muss nicht bis zum Stillstand gezwungen werden anzuhalten, sondern ich kann das vorher wieder auflösen. Ich kann euch das ganz kurz demonstrieren. Das ist diese Bremsleitung, die hat immer 5 Bar. Ja. Wenn die Luft verliert, dann würde hier der Bremszylinderdruck ansteigen. Jetzt gucken wir mal, wo ist die SIFA? Wo ist die SIFA? Hier ist die SIFA. Wenn die jetzt gleich aufleuchtet, muss ich reagieren. Wenn ich das nicht mache, fängt sie an zu piepen. Und wenn ich dann immer noch nicht reagiere, so, jetzt leuchtet sie, jetzt piept sie, nicht reagieren, zack, Luft weg, hier steigt sie an, jetzt bremst der Zug, ich kann jetzt aber reagieren und dann füllt die Leitung wieder. Ja, da füllt sie. Ja, füllt sie wieder, sie füllt und hier sinkt der Druck wieder und ich könnte weiterfahren. Eine weitere Zwangsbremsung könnte von der PZB herkommen. Punktförmige Zugbeeinflussung. Ja? Unsere Signale, die beeinflussen uns ja auch mit Magneten in den Gleisen. Und wenn wir Signale ignorieren, wenn wir zum Beispiel über Rot rüberfahren oder ein Vorsignal ignorieren, was wir bestätigt hätten müssen, weil es uns sagt, Achtung, ja, da kommt ein Signal, wo du anhalten musst. Wenn wir das alles ignorieren, dann sagt der oder die PZB dem Zug, bitte anhalten, bitte anhalten. Zwangsbremsung bis zum Stillstand. Diese Zwangsbremsung lässt sich nicht aufheben während des Bremsens, falls wir es gemerkt haben, dass wir Scheiße gebaut haben. Nein, da bremst der Zug bis zum Stillstand, ja, bis wir stehen, weil wir darüber nachdenken sollen, was hast du falsch gemacht, Typ. Ja, so, und dann im Stand lässt sich es natürlich wieder aufheben, weil wir müssen ja auch irgendwie weiterkommen. Bevor wir aber weiterfahren, nach so einer PZB-Zwangsbremsung gibt es betriebliche Sachen noch zu regeln. Das ist aber was anderes. So, diese PZB hat aber auch einen Finger auf der Bremsleitung mit ihrem PZB-Ventil. PZB-Magnetventil sitzt auf der Bremsleitung. Wenn wir was Falsches machen, macht es das auf. Luft entweicht. Bremsluftspiegel sinkt. Und alle Bremsen legen an. Und somit halten wir an. So, PZB-Zwangsbremsung. Eine der kritischsten Zwangsbremsungen, die ich selber aber noch nicht erlebt habe, wäre eine Zugtrennung. Wenn also hinten ein Wagen abreißt, ja, dann reißt er ja auch die Leitung auseinander, die Bremsleitung. Und wenn eine Bremsleitung abreißt, na, dann entweicht da auch wieder die Luft.
das Luftniveau sinkt, ja, und alle Bremsen steuern um und legen an und bremsen. So, deswegen bremst ein abgerissener Zugteil von alleine. Wir da vorne bremsen natürlich auch. Das nennt man halt hier indirekte Bremse, dass wenn was abreißt, ja, die nicht unendlich weiterrollen, sondern die Luft entweicht und aber dafür legen die Bremsen an. Puh, diese Bremsen kann ich auch nicht aufheben. Da muss erst die Werkstatt kommen. Hilfe rufen. Hallo, ADAC, bitte komm. Was ein abgerissener Zugteil kann, das kann natürlich auch ein Fahrgast. Also jetzt nicht den Hänger abreißen, aber er kann den Zug zum Stehen bringen, indem er die Notbremse zieht. So, und die Notbremse hat auch wieder einen Finger auf der Bremsleitung. Ne? Die hat ein Notbremsventil in der Leitung zu sitzen. Und wenn man hier zieht, geht das auf, Luft entweicht und der Zug bremst wieder. Es gibt Züge, die haben eine Notbremsüberbrückung, weil sie zum Beispiel auf der Schnellfahrstrecke fahren, durch viele Tunnel und es da sinnvoll wäre, nicht in einem Tunnelabschnitt anzuhalten, nur weil jemand die Notbremse zieht. Da soll man dann wenigstens noch rausfahren. So, die können das verhindern, dass das Notbremsventil aufgeht. Ich hier kann das jetzt nicht bei diesem Fahrzeug. Ne? Wenn einer zieht, stehe ich, dann muss ich erst aufstehen, hintergehen und es da irgendwie mit einem Schlüssel wieder zurückstellen. Ja, das wäre die Notbremsung, die Zwangsbremsung, eingeleitet durch eine Notbremsung. Weil ich es gerade von der Schnellfahrstrecke hatte, wenn wir LZB geführt fahren, habe ich mir sagen lassen, ich habe ja keine LZB, ne? Also Linienzugbeeinflussung, ja? Und wir da jemanden vor einer Gefahr schützen wollen, indem wir den anhalten wollen, dann geben wir ja erstmal einen Notruf ab, na klar, ne? Betriebsgefahr, alle Fahrten zwischen da und da anhalten und dann können wir auf so einen Hot-Button kloppen, so einen roten Knopf, der uns anhält, aber der auch ein Signal wegschickt über die LZB-Leitung, der den anderen Zug anhält. Das heißt also, der andere Zug könnte durch einen anderen Zug notgebremst werden, zwangsgebremst werden. Der hat dann keinen Einfluss mehr drauf. Der macht es einfach mal bäh oder was auch immer das macht. Ich kenne mich da nie aus, aber der kriegt auch eine Zwangsbremse. Und was der Lokführer quasi mit diesem Schalter machen kann, könnte er eigentlich dann der Fahrdienstleiter auch, indem er da irgendeinen Knopf drückt. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber er setzt dann halt Nothalt oder einen Halt vor den Zug, in den Zug rein und zack, der kriegt eine Zwangsbremsung. Hier geht es aber, glaube ich, nicht über irgendeinen LZB-Notventil, sage ich jetzt mal, oder was auch immer. Aber irgendwie wird das schon machen. Ja, keine Ahnung. Ja, und so gibt es ganz viele kleine Komponenten, die den Zug immer irgendwie zwangsbremsen können. Ja, auch ein Ausfall der Bremstechnik, des Bremsrechners, ja, der für verschiedene Sachen sorgt, der den Gleitschutz organisiert oder was auch immer der kann, AFB und so weiter. Selbst wenn der ausfällt, gibt es eine Zwangsbremsung, weil ohne diesen Rechner will er nicht fahren. Ja, es gibt noch mehr Sachen, die ausfallen können, wo es eine Zwangsbremsung gibt. Wenn zu viel Elektronik im Spiel ist, dann kann es auch sein, dass der Zug viel zu oft zwangsgebremst wird. Was ist also eine Zwangsbremsung? Also bei einer Zwangsbremsung wird der Zug ohne Zutun des Lokführers einfach zwangsgebremst, weil der entweder nicht mehr in der Lage ist zu bremsen oder weil er zu dumm war, irgendwas zu machen oder weil andere meinen, der Zug müsste jetzt anhalten oder weil was abreißt oder sonst was. Quasi eine Sicherheitseinrichtung. Ja, wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder Ergänzungen oder denkt, ich hätte schon wieder Scheiße gelabert, dann ab in die Kommentare. Okay, tschüss.